drin. So. Okay. Boah, schon mal dabei sind hier, den Baum nehme ich auch noch mit. Und dann kümmern wir uns mal um ein bisschen Nahrung und dann können wir uns erst um Cobblestone kümmern, also um Steine, damit wir unser Haus ein bisschen weiter bauen. Ich dachte eigentlich erst, wir bauen hier so ein übelstes Holzhaus, so ein Holz aus Planken, so relativ einfach, aber... Ja, Schere habe ich nicht bei. Ja, aber es wird anscheinend doch ein bisschen komplexer. So, flupp auf die Tore bitte für mich, dankeschön. Und dann bauen wir unten mal jetzt ein bisschen weiter. Und, jo, ja, das müssen wir jetzt hier oben noch ein bisschen verstecken, unser Türmechanismus. Was für ein Zungenbrecher. Naja, geht eigentlich. Eine Höhle. So, wahrscheinlich ist dieser Raum hier als Höhle dann, ne? So, wo kann ich denn dann noch eine Truhe draufsetzen? Hatte nicht noch irgendjemand die Idee, was man hier machen könnte? Da war mal was. Hat mal jemand einen Comment geschrieben. Apropos Comments, ich find's cool, dass ihr so viele Kommentare hinterlasst auf dem Kanal. Finde ich super. Was ich auch machen könnte, fällt mir gerade ein, wäre einfach hier so zwei Reihen tun. Aber dann sieht das nicht so schön aus. Ich probiere mal... So, aber sieht das gut aus? Weil die Truhe braucht ja noch Platz über sich, und man die öffnen halt kann. Oder soll ich die halt auch abbauen? Und die Workbench dann woanders hin vielleicht. Hm. Weiß ich noch nicht. Ist ein bisschen dumm. Ich könnte ja auch... Gute Frage. Wie mache ich das denn? Ich baue mal die Truhe ab. Geht es mit der Axt eigentlich schneller? Ja, wesentlich. Die baue ich auch mal schnell ab. Und dann baue ich einfach mal bis runter. So, die Truhe und die auch. Die schweben mir jetzt dann halt nur ein bisschen in der Luft, wenn ich das so mache. Huch, einmal verbaut. Dann schweben die hier so beide in der Luft. Ich müsste eigentlich noch eins tiefer gehen mit dem gesamten Raum. Hm. Mache ich das? Einfach mal schnell. Sieht das, glaube ich, nämlich alles etwas besser aus. Ja, ich glaube, das mache ich einfach mal schnell. Ach ja. Und ich mache mal auch ein Lied weiter. So. Mal gucken, was es ist. Huch. Ach, hier unten hatten wir ja unsere... Hehe. Unser kleines, Cobblestone. Unsere Cobblestone-Quelle. Muss er nochmal verdecken. Dann mache ich nämlich schon mal gleich hier ein bisschen Kohle rein und ein bisschen Cobblestone, damit wir das Loch wieder fixen können. So. Oh, wow, wow. Ist ja ganz schön tief. Habe ich eigentlich gerade eine Steinaxt? Nee, ne? Das muss eine Eisenaxt sein. Ja, Iron Pickaxe. Pickaxe. Juppala. Und die Reihe auch noch weg. Ach, wie schön. Einfach mal ein bisschen Minecraften jetzt wieder. Ich hatte ja gerade ein Combat Arms Event. Vielleicht ist euch das ja auch aufgefallen. Hallo, was ist denn heute los? Oh, heute bin ich so richtig wortgewandt. So, ist noch einer fertig? Ach, hier habe ich sogar noch 6 drin. Hätte ich mal ein bisschen früher gucken müssen. So, vielleicht ist euch ja auch aufgefallen, dass ich Event heute am Laufen hatte. Also für euch wäre das dann, falls ihr das Video seht, dann wahrscheinlich gestern. Da muss ich auch noch mal kurz... Oh, wir müssen ja hier unten alles... hier, Cobblestone. Und, haben wir Leitern, um wieder rauszukommen? Naja, wir können uns welche bauen. Und da habe ich ein Event am Laufen, darum habe ich jetzt auch kein Minecraft-Video so schnell hochgeladen. Und es war eigentlich ganz cool. Und der Anlass zum Event war, dass ich jetzt eine neue Website habe, dass ich eh auch noch erwähnen wollte. Guck mal, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Naja, wir sind doch mitten in Folge 2. So. Cobblestone habe ich hier. Und ja, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann guckt doch einfach mal drauf. Die www... ach, mache ich das hier unten aus Cobblestone oder aus Holz? Da muss ich nochmal gucken. www... jbug oder jabug oder wie man es halt auch nennen will, .net. Beziehungsweise DE geht auch. Beides geht.
Aber ich finde, nett klingt einfach besser. So, jetzt muss ich die Truhe ja nochmal komplett umpositionieren. Naja, egal, mach mal. Und so, Items mal schnell einsacken. Truhe mal schnell hinmachen und dann gleich weiter erzählen. Ja, und dann könnt ihr einfach mal raufgucken, da werden dann auch die ganzen Minecraft-Folgen aufgelistet sein. Jetzt gucke ich mal, ja, so sieht das nämlich schon viel besser aus. Wenn die Truhe da einfach auf irgendetwas steht. Sieht nicht so mehr leer aus. Was ich dahinter mache, ist, werde ich vielleicht nochmal die Kabelsäule irgendwie rausreißen, beziehungsweise hier, ne, Sandstein. Und hier muss ich mal kurz den Boden zumachen, damit die Items da nicht runterfallen. Ja, und dann könnt ihr einfach mal raufgucken, würde mich auch sehr freuen. Die Videos sind da noch nicht ganz aktuell immer, die da kommen. Das müssen wir noch verbessern vom System her, das funktioniert noch nicht ganz mit der Datenbank und so, da gibt es noch ein paar kleine Problemchen. Das wird aber wahrscheinlich erst in den nächsten 2 Wochen dann gefixt werden. Aber ihr könnt da auch schon mal gerne umgucken, da ist dann auch das Minecraft-Let's Play zu finden und vertreten und natürlich auch die ganzen Videos, die ich auf meinem anderen Kanal hochgeladen habe. Und Kommentare oder so wird man da unter den Videos noch nicht posten können. Falls ihr das aber machen wollt, könnt ihr da mal gerne Rückmeldung geben, weil ich denke mal, das würde sich eh nicht so lohnen, da jetzt eine Kommentarfunktion einzubauen. Einfach weil man das nicht so macht. Also da müsste der Kanal hier schon irgendwie ein bisschen bekannter sein dafür, dass man sowas einbaut. Dementsprechend halt so eine Kommentarfunktion da reinbauen. Und ja, natürlich werde ich mal auch ein bisschen auf meiner Website gammeln. Ich habe da auch eine coole Slideshow, oder wir haben eine coole Slideshow eingebaut, das muss ich ja sagen, denn alleine hätte ich das so nie geschafft. Da habe ich ganz tatkräftige, wunderbare, super Unterstützung bekommen. Und zwar von einem Freund, der auch einen YouTube-Kanal hat. Da könnt ihr auch mal vorbeigucken, wenn ihr wollt. Uchi Arian ist das, glaube ich. Da kann ich, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich den auch mal. Und sieht das gut aus, wenn ich da hinten so... Es geht, könnte besser aussehen. Aber mit Holz sieht es auch nicht so gut aus. Ich lasse es mal so. Uchi Arian heißt der auf jeden Fall, also sein YouTube-Kanal. Und wenn man da mal vorbeigucken will, der hat auch ein paar Minecraft-Videos und so. Und der hat mir auf jeden Fall geholfen, die Website zu machen, sogar sehr. Ich muss mal hochbauen. Und oh, ein dickes Danke auch nochmal jetzt. Nein. Jetzt habe ich das Redstone-Ding da kaputt gemacht. Ah, scheiße. Ein dickes Danke an dich. Jetzt auch nochmal so über das Video. Sehr, sehr geil und super, dass du mir so viel geholfen hast, denn alleine hätte ich so eine Website nie zusammengebaut bekommen. Das sind nicht in geringsten Träumen. Und die ist ja noch nicht fertig. Falls ihr mal auf die Website geht und also vielleicht auch die einfach mal anguckt, würde ich mich super darüber freuen, wenn ihr da mal mir ein Feedback geben könnt oder was ihr da euch noch wünscht, vielleicht Funktionen oder was man da noch machen kann auf der Website. Irgendwie, keine Ahnung. Da könnt ihr einfach mal raufgucken. So, jetzt bauen wir mal die Erde ab. Und irgendwann werden wir dann, oder werde, jetzt muss ich erstmal überlegen, bevor ich weiterrede, denn ich möchte die Workbenches irgendwo hinpacken. Die Öfen sind jetzt ein bisschen hoch, aber ich könnte einfach noch eine zweite Reihe runterklatschen. Ich glaube, dann geht das auch wieder. So, was wollte ich jetzt? Jetzt wollte ich die Workbenches irgendwo einbauen. Ich könnte die irgendwie in die Ecke kleistern, aber es sieht immer nicht so gut aus. Ich könnte die auch hier wieder reinbauen, irgendwie dieses Truhendingens, aber ich glaube, das sieht auch nicht so geil aus. Und hier unten einfach, so als Boden. Ich versuch's mal. Ist nur ein Versuch. Meckert mich nicht an, wenn es vollkommen daneben geht. Ich brauche da aber noch eine. Mache ich mal noch schnell eine. So. Es geht. Also es könnte schlimmer aussehen. Ich lasse es erstmal so. Ja, ihr könnt dann in den Kommentaren immer noch rumragen. Ey, das sieht ja überhaupt nicht toll aus. Bitte macht das nicht so. Sondern ich habe eine viel bessere Idee, wo die hin könnten in diesem Raum. Naja, und dann gerne. Immer her damit. So. Jetzt baue ich mir... Habe ich nicht Sticks reingetan? Mich hat mal irgendjemand in den Kommentaren auch dazu aufgerufen, nicht alles neu zu craften, weil ich noch so viel Stuff immer in meinem Tun habe. Und ich das erstmal benutzen soll. Muss ich mir mal angewöhnen. Da hat der gute... Ja, hat der gute YouTuber recht. So. Soll ich jetzt nicht sagen, da hat der gute Herr recht. Das ist ja
ist eher so Oma-Deutsch. So. Und dann sagen die auch immer sowas wie, Na, du junger Herr oder so. Oh, es ist Nacht draußen, ich geh mal pennen. So. Oh. Eine Runde Gähnen, eine. Oh! Oh. Hab ich ein Schwert bei? Nein? Okay. Nehmen wir die Axt. Ist wohl runtergefallen. Da mache ich mir nochmal schnell ein Schwert. Oder ich glaube, ich habe es irgendwo abgelegt. Ich weiß es nicht mehr genau. Tralalala. Oh, ich mache mal ein Lied weiter. So, Schwert nicht. Hier aber. Steinschwert, ja, keine Ahnung. Und ich habe mir eine neue Axt gecraftet, obwohl ich noch eine in der Truhe hatte. So, ich werde mich jetzt dem Skelett stellen. So. Das war's. Hier muss ich es auch mal noch ein bisschen verbessern. Ja, mache ich auch noch. Aber erstmal pennen gehen. Und ich hoffe, es kommt nicht wieder ein Skelett. Sonst muss ich irgendwie noch mehr Fackeln im Raum platzieren. Okay, diesmal kein Skelett, diesmal ein Zombie. XP. Ja, ich brauche Fackeln. So habe ich ja hier. Ich mache es hell, ganz hell, ganz hell. Hoffentlich geht's jetzt. Na, mal gucken. Sag mal, was ist denn hier heute los? Stirb. Huch. Schwert. So. Naja, können wir ein bisschen Knochen farmen und so. Solange kein Creeper spawnt. Ich glaube, das geht aber gar nicht, weil ich noch nie einen Creeper hier spawnen habe sehen. Ich werde das Bett jetzt mal umbauen. Da. Komm mit, Bett. Schon wieder so ein einfältiges Lied hier. Das hat man schon 10.000 Mal. Ja, nicht unbedingt das Optimum, aber okay. So, ich werde jetzt mal hier so. Ne? Gute Nacht. Nehm schon mal das Schwert, falls was kommt. Sag mal, kann man hier nicht mehr in Ruhe schlafen? Schlimm mit diesen bösen, Kreaturen des Schattens. Woher auch sie immer kommen. Ich versuche jetzt hier in meinem Turm einsam und allein zu schlafen. Na, mal gucken. Gute Nacht. Ich renne jetzt sonst durchs ganze Haus und versuche überall einmal so in Ruhe.